Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei LS 2013. Ja, nun stelle ich meinen Containerheber zum Download. Ja, er ist noch nicht komplett fertig, aber leider fehlt mir die Zeit, den Mod fertig zu machen. Deswegen stelle ich ihn jetzt schon zum Download, da er schon so viele Anfragen hat. Ja, zum Mod selber ist er schon bekannt. Soweit, ja, das Aussehen könnte besser sein und so weiter. Endlich eh klar, ist halt mit Ketchup. Ist von LS 2011 noch. Ja, schauen wir mal in den Shop. Also, jeder Container. Das Modell ist nicht von mir, ich habe ihn nur in LS 2013 überarbeitet. Preis, ich weiß es nicht, ob es passt, aber ich denke schon. Containerheber ist von mir. Unterhaltkosten sind auch angegeben. Genau. Preis 58.900. Ich weiß gar nicht, was man der kostet. Denke etwas teurer. Aber naja. Wie gesagt, ich habe dann keine Zeit, an dem Mod weiterzuarbeiten. Deswegen stelle ich ihn hier zum Download. Ja. Hier sehen wir, das funktioniert. Wir steigen mal ein. Ja, hier der Innenraum. Ein paar Bilder sind wohl. Könnte besser gestaltet sein. Meiner Meinung nach. Ja, Rundumleuchte. Position 1, hier blinkt es dann, wenn die Rundumleuchte ein ist. Oder das Licht ein ist, ist rot, so. Er hat keinen Blinker verbaut, keine Zusatzlichter. Dafür habe ich eben keine Zeit. Ja, mit der Maus, linke Maustaste ist auf, ab. Ihr seht auch links oben, die Bilder habe ich noch nicht angepasst. Rechts unten schon, wenn wir mit G wechseln. Das habe ich angepasst. Also linke Maustaste auf und ab ist auf, ab. Links, rechts ist Seitenverschub. Sieht man. Ja, es wackelt jetzt ein bisschen, das ist klar. Rechte Maustaste auf, ab ist Ausschub. Und links, rechts ist Schwenken. Er hat natürlich auch Parallelführung, wie man sehen kann. Das heißt, wenn man ihn gerade hier auf den Boden stellen würde, gerade natürlich, hebt einen auch gerade auf. Ja, hier das verzögert ist wegen der Aufnahme. Und das funktioniert alles. So. Eben hier nochmal die Rundumleuchte. Funktioniert schön. Er hat auch keine Rückfahrlichter. Piepsen hat er, aber naja. Hinten kann man auch Hänger und sowas anhängen, wenn man will. Anhänger. Ja, viel mehr gibt es hier noch nicht dazu sagen. Zu den Container an sich. Kann man ganz normal viel abhängen. Hier muss man schauen, hier vorne ist ein strichlierter. Ja, so eine Etikette sozusagen. Hier steht nichts drauf. Ganz klar, weil der Container leer ist. Hier sehen wir nichts drin. Ihr müsst immer von dieser Seite zum Container ranfahren. Also das ist sozusagen die Vorderseite. Ihr fahrt hier ran. Schaut, dass ihr circa in der gleichen Höhe seid. Also die Höhe circa so ist. Drückt quer, dann wird er ganz normal angehängt. Nicht von der anderen Seite probieren, denn das klappt nicht so ganz. Dann dreht sich der Container einmal im Kreis. Und wenn wir jetzt hier schauen, habe ich hier schon Container vorbereitet. Wie gesagt, der ist leer. Und hier sieht man dann auch schön, wenn im Container etwas drin ist. Zum Beispiel hier in den unteren haben wir Zuckerrüben, in den oberen haben wir Kartoffeln. Denn wenn die so aufeinander gestapelt sein, weiß. Und hier eine ganze Reihe wäre, wenn das ein Hafen oder so wäre, würde man ja nicht wissen, was drin ist. Deswegen schön beschriftet. Um das zu demonstrieren, ich verlade die Container immer auf diesen Ballenwagen, der original von LS dabei ist. Damit funktioniert das ziemlich gut. Ich hatte eigentlich noch einen Containerzug, also LKW und Containersattel in Bau, aber ja, ist noch nichts draus geworden. Der funktioniert schon und so weiter, aber es gehört eine ganze Bilder und so angepasst. Und dafür fehlt mir wohl da noch die Lust. So. Ja, der Mod, sage ich gleich, wird frei verfügbar sein. Das heißt, jeder darf den Mod bearbeiten, umbauen und erneut zum Download stellen, unter der Voraussetzung, dass mein Name genannt wird und nur als Direkt-Download-Link angeboten wird. Wenn es kein Direkt-Download-Link ist, werde ich mich beschweren. Solange es Direkt-Download-Link ist, darf er frei verändert werden. Also, Leute, die mit dem Mod dann Geld machen würden, da werde ich mich natürlich beschweren. Und den Mod löschen lassen. Auch bei Uploaded und so. Also als direkt Download-Link ja, anderer Download-Link nein.
das sei mal gesagt. So, jetzt können wir hier zum Beispiel ein Bild nach rüber wechseln, damit wir. So. Stellen wir den mal hier so rauf, so professorisch mal. Drücken Q. Gut. Fahren wir weg. Steigen in den Schlepper um. Ja, man sieht schon. Der hat ein bisschen Gewicht, die Reifen geht zur Neige. Und dann fahren wir mal unter Weizen oder so rein. Ihr seht, der Container bleibt auch ziemlich stabil oben liegen. Ja, jetzt ist wegen der Kamera. Und da steht noch nichts drauf auf dem Container. Und wenn wir hier reinfahren, und das ist, ich glaube, Raps, wenn es mich nicht täuscht. Ne, Mais. Seht ihr da, es steht jetzt Mais oben, weil wir Mais reinfüllen. So. Natürlich wird der Container jetzt nicht entleert, wenn wir hier über die Ablagestation fahren. Aber wir lassen den mal hier stehen. Fahren mit unserem Container hier rüber. Und heben den Container mal runter. Und auf die Ablagestelle. Ja. Vorsichtig. Wieder rund um Leuchte ein, so wie sie es gehört. Es ist halt etwas schwieriger mit der. So. Fahren wir etwas vor weiter. Seitenverschub anpassen. So passt das circa ein Stück vor noch. Drücken Q. Und wir sehen, wir haben Mais geladen, auch am Bild. Aber es steht auch vorne oben. Und es ist Mais drinnen. Wenn wir mit G den Gerät wechseln, verschwindet natürlich Mais, weil wir uns nicht auf den Container befinden. So, wenn man sich auf dem Container befindet, kann man hier drüber fahren. So, und jetzt kommt das Abladezeichen und mit Q können wir entleeren. Und wir werden gleich sehen, sollte der Container hier unten rechts leer sein, verschwindet auch dieses Mais. Zack, und der Container ist leer und kann mit einer anderen Fruchtsorte befüllt werden. Und so hat man immer einen Überblick, ob in dem Container etwas drin ist oder nicht. Und könnte ihn jetzt wieder hier raufstapeln, wenn man will. So. Ich hoffe, das klappt so. Na egal, ein bisschen schräg. Ei, das war zu schnell. Egal. Nee, wir wollen nichts machen. Wir sind zu faul dazu. Ist egal, lass mich jetzt einfach mal so quä. Und man wüsste, ah, Zuckerrüben, Kartoffeln leer. Gut. Also ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Mod. Ich zeige nochmal kurz die Log. Wir haben ein paar Error, also UVS out of range. Die kann ich leider nicht entfernen, aber die tauchen nur einmal auf und sind eigentlich nicht so schlimm. Der Mod funktioniert auch im Multiplayer. Die Animation und so weiter auch. Mehr Fehler hat er nicht. Wie gesagt, frei veränderbar, solange der Name genannt wird und nur als Direkt-Download-Link angeboten wird. Ja, das war's eigentlich. Viel Spaß mit dem Mod und wir sehen uns demnächst. Ciao, Leute. Über ein Abo und Kommentar würde ich mich freuen. Weitere Mod-Vorstellungen findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Einfach vorbeischauen.